Und da sind wir wieder. Wupp. 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 Und jetzt geht's die Pflanze in den Kragen. Links und wieder links. Jojo. Lauf. Jetzt geht Muni sparen. Es geht nicht. Beide verbrennen. Der zweite Effekt. Und der ist. Schön. Haben wir das auch geklärt? Jungs, war nett mit euch? Nein. Ja, dann gucken wir uns später. Okay, da musst du jetzt irgendwie das Ding herstellen. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Was? Drück mal den grünen. Und drück mal den roten. Okay. Ich glaube, du darfst nur so viel drin haben, bis der rote Balken noch voll ist. Rot drücken. Vertausch den mit dem blauen. Warte. Nee, also. Die nochmal tauschen und den Rest ab, ein bisschen davon abfüllen. Warte, nee, ich muss. Den blauen tauschen. Den blauen tauschen. Blauen. Ja. Und jetzt nochmal abfüllen. Den, genau. Nein, so. Jetzt musst du zu viel danach haben. Nein. Oh, zu wenig. Jetzt. Kannst du die tauschen? Ja. Und das hinzufügen. Sehr schön. Voll kompliziert. Das Ding musst du jetzt ganz am Anfang wieder einsetzen. Denk doch noch mal einer. Vielleicht brauchst du ihn aber nicht machen, weil. Ja, der jetzt wahrscheinlich sich auflöst. Hoffen wir. Oh ja, das können wir gleich wegwerfen, egal. Nutzen. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Ich muss das jetzt kühlen. Wo kühle ich das denn jetzt? Karte? Mal hier. Wo kühl. Ich guck mal, ob ich das Medikamente-Testlabor kühlen kann. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Wieso glaube ich, dass du das mit den anderen bist? Jetzt Sicherheitsstufe 3. Da war nichts weiteres. Kann ich das nirgendwo kühlen? Verdammt, wo kühl ich denn dieses? Ich glaube, du musst nochmal die Leiter runter. Komm mal im B2. Tieftemperaturen-Testlabor. Dafür brauchen wir jetzt auch rein. Ja, also musst du an dem Typen vorbei. Ich komme anders rein. Ja, wenn du dich beeilst. Achso, du bist. Okay. Was? Ach, da waren zwei ne? Der andere war schon weg. So. Jetzt abwarten. Auch geklärt. Ich glaube, hier in diesem Raum waren E2. Ach ja. Da rechts ist die Tür. Und dann da irgendwo wieder. Ja, aber du kannst nochmal speichern und Sachen ablegen. Genau.
Ich wollte jetzt das hier ablegen. Das hat man dahin, das hier hin. So, hier kommt das nochmal. Okay. Ja, scheiße. So, speichern. Boah, wenn das jetzt so ein Zeitsystem ist, du musst es kühlen und dann musst du halt von so und so vielen Minuten da reinkommen. Oh nee. Das wäre jetzt aber jetzt bei der Abfuck. Und dabei noch verfolgt von Zombies. Ja. Und Pflanzendingern und Sprengdingern und den Riesen und den Kreaturen aus dem Kanal. Und alles einfach zusammen. Mit ihren kleinen Babys, ne? Und Anna und Claire. Ada meinst du, oder? Ada. Anna. Warum musst du nochmal lachen? So, ich weiß es, ich weiß es. Hallo. Ah, das war jetzt links. Ich weiß noch nicht. Mach nochmal die Karte auf. Ich glaube, du bist nämlich schon vorbei. Nee, das ist das hier. Mach die Karte auf. Bist du oben? Du bist schon. Ja, aber da können wir nicht rein. Die Tür ist ja zu. Deswegen müssen wir. Hast du das Ding mitgenommen? Ja. Okay. Love. Was? Nimm das Ding mal in die Hand und untersuch das. Das ist auf die Dinge eingestellt. Stell das hier oben ein. Ach so. Ja. Ach so, What the fuck? Das ist fast. Ja, ist okay. Ich wollte noch kurz untersuchen. Auf der Rückseite ist da jetzt nicht irgendwie noch sowas, ne? Ne. Noch so ein Code für irgendwas anderes. Oh Mann, ey. Yay! Und das können wir später für das andere Teil benutzen. Ja. Was war das? Ich weiß es nicht, aber ich hab's auch gehört. Jetzt auf jeden Fall versuchen, unten jetzt reinzukommen. Ja, ich scheiß auf den Serverraum. Was. Aber, nee, wir gehen erstmal in den Serverraum. Geht erstmal da, das müsste jetzt offen sein. Vielleicht haben wir Glück, es ist nicht so stark storybezogen, das heißt, wir haben vielleicht kein Problem da. Und da ist vielleicht ganz viel Munition. Ja, speichern! Und vielleicht Schlüssel Nummer 3. Es sieht aus wie in New York. Das ist eine Kartusche. Kartusche! Hast du sie beim Flammenwerfer hingepackt? Nein. Würdest du das bitte machen? Hab ich doch gerade. So, du hast sie direkt geladen, ja, okay. Also das brauchen wir gleich. Messer verstauben wir erstmal. Wir haben jetzt das hier. Wir haben für einmal große Schießpulver, einmal kleine Schießpulver und hochwertige Schießpulver. Ich höre gerade auf, wir haben kein einziges, keine rote Pflanze mehr. Und wir haben nur eine einzige grüne. Was? Ich will mal gerade mal zwei blaue kombinieren. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ich will es einfach mal kurz gucken. Ne, kann man nicht. Ich weiß nicht, was das blaue Kreuz war. Das ist so unnötig. Das kommt bestimmt noch. Das kommt bestimmt noch. Das kommt bestimmt noch im Test. Ja. Also wir können auch wieder Pistolenmuni herstellen und. Das hat so komisch geleuchtet. Und auch einmal ein bisschen Shotgun-Muni. Jetzt den Kühlraum. Genau. Das seid ihr alle hässlich. Da war eigentlich noch nichts drin, da war ich ja schon. Ne, da war ich noch nicht. Ich hab da ein ganz ungutes Gefühl. Da drinnen? Glaube ich eher weniger.
Nein, wir gehen da rein und kommt hier was. Kommt. Ich sehe es doch schon. Das, also gehst da rein und plötzlich kommt dann hier was. Oh, das ist ein Zombie. Kommt dann was da durch. Von da kommt da was da durch. Merkt ihr meine Worte? Glaube ich nicht. Halt die Schnauze, das kommt was. Und der wird jetzt noch nicht aufwachen, der wird gleich aufwachen. Ich sag. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Darf ich? Nachricht 1. Darf ich? Montag, 16.05 Uhr. Du lässt mich doch jetzt dahin, ja? Ja, klar. Ne? Der bewegt sich nachher erst. Okay, weiter. Rick Mendoza. Was hat er vor? Kommst du da um dieses Cutright? Was für ein Arsch? Ne, das ist der Boss, aber vorerst. Bald bin ich der Boss. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich hab das gerade. Haben wir doch schon längst. Das ist das, wo die. Mhm. Byron Cat Cartwright. Beschäftigter Typ, was? Das ist... Okay, wir brauchen Budget, alles klar. Rick Mendoza noch am Leben. Für einen Angriff, es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert mit den Arbeitern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Bitte antworten. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wir halten wir das Ding aus. Du musst uns helfen. Bitte antworte. Rick Mendoza. Susi, die Cheerleaderin, enttäuscht mich. Wir waren beide total verschossen, sie. Weitet natürlich nichts von euch, musste doch dir noch die Comics ins Spiel zurückgeben, musste dich aber gedulden. Okay. Los, rein da. Kann ich so einen Schutzanzug anziehen? Brauchst du nicht, so kalt ist es auch. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Lol, voll lustig. Hast du nicht gesagt, da ist ein Zombie drin? Gehst du jetzt einfach so rein? Na klar, da ist ein Labor, Schießpulver. Man kennt's. Oh, na. Achso, ich dachte, es wäre dann so ein Kanister. Hey, du. Finger haben sich bewegt. Ja. Er ist ja so eingefroren. Der steht doch gleich auf. Safe. Ich wollte euch doch verarschen. Kühlvorgang abgeschlossen. Zombie. Nummer 1 bleibt ruhig. Okay, haben wir alles durch. Nummer 2 wird sich dicht. Bevor wir kämpfen da nicht mehr raus. Unser Tod. Ich will kurz gucken. Hat das. Steht nichts mit. Dim, dim, dim. So 10 Sekunden noch. Ah, leck mich doch. Das ist cool gewesen, der Moment, wo du die Drehung machst, steht hinter dir dann am Ende wieder einer. Ich hätte mich eingepisst. Aber passiert nichts. Halt die Fresse! Zieh sie durch, wenn komm. Gibt es jetzt hier nicht so einen Geist wie bei Outlaws? Ja. Da ist nix. Ja. Welche Waffe? Ja, ich hab mich erschrocken, okay? Ja, auf Abstand. Zur Hölle.
Ah, der Schottenschuss war schon unnötig, aber ich hatte Angst, okay? Wie ist er hier gekommen? Wer hat ihn reingelassen, Leute? Da oben kannst du dich einsetzen, das Ding. Machst du das? Oder hast du es da einmal? Ne, die da haben wir das Ding her. Okay. Du hast ihn bestimmt reingelassen. Ey. Speichern. Oh ja, wir müssen alle Pflanzen umbringen. Und der Jungkraut war nicht, da kannst du noch einsetzen. Das könnte lustig werden. Ja, pack den Pfeil, weil ich den brauche nicht. Oder wollen wir zweimal Schießpulver Pistolenbundi machen? Ich würde mal abwarten, was gleich passiert. Ja. Vielleicht überleben wir es ja mit diesem paar Schuss, die wir noch haben. Ansonsten haben wir ja hier gespeichert und dann machen wir ganz viel Muni. Ja, komm, wir sind Leo Marshall, wir schaffen alles. Ne, es war noch hier. Das war noch. So, die jetzt sind ja hoffentlich alle die tot. Weg sein. Vielleicht produzieren die auch die noch. Musik ist ja auch nicht da, von daher. Und einen hattest du noch im Gewächshaus stehen. Jetzt müssen, oh, da unten. Ich muss rein, die Scheiße. Oh, da. Warum auch immer das gekühlt sein muss. Warte mal. Okay. Lösung wird zerstört. Ja. Da habe ich ein ungutes Gefühl bei. Das hat funktioniert. Schau dich mal um im Gewächshaus. Also guck Warnung. Da erstmal durch die Scheibe. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ist da irgendwas zu sehen in der Mitte von dem ganzen Ding oder so? Ich versuch's ja, aber ich sehe nichts. Ja, guck doch mal ein bisschen höher da rein. Ja, was ist denn da? Okay. Hätte sein können, dass da oben jetzt noch irgendwas hängt. Achso. Ah, ich müsste da jetzt auch. Ja. Nicht aufgelöst haben, das würde sonst eigentlich keinen Sinn machen. Also, warum lebst du noch? Zu viel auf einmal. Ich weiß, er wird dann aufstehen, wenn ich dann schnell raus muss. Gib Abstand, sonst kommt er einfach los. Was? Bleib einfach im Abstand, sonst kommt er nicht los. Ja. Du willst mich doch verarschen! Du willst mich doch verarschen! Ich weiß nicht, ob er den besiegen kann, deswegen laufen. Du musst ganz schnell auf zum Ding rüber. Da bricht nachher noch irgendwo durch, bestimmt. Ich lauf direkt durch, oder? Oder soll ich speichern? Speicher. Ich weiß nicht, ob man den töten hat, das ist das Problem, ey. Komm, ich lauf noch schnell durch. Ich will, dass das. Matzi, du musst das Ding wegziehen. Nein, ich brauch nicht. So.
Oder was haben wir noch, das Ding aktivieren? Ja, wir haben nirgendwo Stufe 3, ne? Gebraucht. Ja, wir haben Stufe 3. Ja, ich meine nirgendwo hier. Nee, da nicht. Nein, nicht, dass wir jetzt. Das heißt, wir dürfen da nach hinten. Ich weiß nicht, ob du das wegziehen kannst. Ich hoffe. Ich mach's einfach, wenn's geht. Nein! Geht nicht. Ja, aber ich glaube eh durch den Safe Room hast du da alles gesichert. Das wäre so geil, wenn man das auch wegmachen könnte. Wenn er dann rauskommt, auf dem Ding steht. Wenn er dann auf dem Ding steht und du das wegziehen kannst. Das wäre so nice. Das wäre geil, der verfolgt dich die ganze Zeit und dann machst du es zu, da kommt er einfach nicht mehr weg. Ja. Mal gucken, ob du da drin speichern kannst. Hey, ich hab wieder was zum in die Mäuler stopfen. Ja, stimmt, hinten haben wir das auch noch in einem anderen Bereich. Du kannst aber speichern, da ist eine Kiste zumindest. Da war eine große Kiste, ich weiß nicht, ob da sonst was ist. Wo ist sie? Wo ist eine große Kiste? Ah, da! Ich weiß nicht, ob da auch noch was anderes ist. Speichermöglichkeiten. Deswegen gucken wir erstmal, ne? Ich kann ein bisschen. Das ist wieder eine Folge, wo wir ein bisschen mitziehen. Da ist auf jeden Fall rotes Kraut. Ne, lila. Na. Blau. Boah, ich dachte. Achso, das anfügen, ja. Blau. Machen wir das noch? Ah, komm. Ja. Den gibt's vielleicht auch noch. Obwohl. Speichern. Was ist jetzt eigentlich mit dem. Wir machen das hier noch. Oder? Brauchen wir drei? Da hinten? Nee, das ist ganz normal. Wahrscheinlich ist ja auch gar nichts. Machen wir einfach nur das hier noch? Ja, okay, dann los. Ja? Dann laufen wir hinten drüber. Dann können wir da hinten auch speichern. Und weil am Ende geht es ja in diesen Hauptschacht mit Level 4. Ja. Und vielleicht ist das einfach so ein Secret-Ding, das, wo. Nur man denkt so, das hat der Typ schon längst vergessen, der Spieler. Ja, könnte sein. Lauf. Der Endkampf muss wahrscheinlich eh da unten stattfinden. Oder einfach hier, ja, weil wir ja eh noch Stufe 4 brauchen, deswegen. Aber wenn jetzt der Typ hier wieder rumläuft, ne? Ich kotze im Strahl. Ich glaube nicht, dass der durch den Safe Room kommt. Das wäre nämlich echt kacke. Das ist bis jetzt noch nie passiert. Bis jetzt! Vielleicht nicht kurz ein bisschen Aether besuchen? Na. Naja, nee, für uns ein bisschen Ablenkung. Junge, durch. Ich wollte nicht mit der Tür. Ich wollte ohne die Tür halt. Ich wollte diese Tür nicht. Oh, weißt du. So, da musst du nur das Ding einsetzen, genau. Muff. Untersuchen. Eigentlich ist das schon cool gemacht, so. Wo stand? Achso, ja. Da. Und wieder einstellen. Da war es schon fast. Ich muss den anderen. Ja. Juhu. Gott, nochmal. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Okay, ja, sie ist Waffe nur für die Gürteltasche. Platzverschwendung. Okay. Und Wayland. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren die Männer im Schwarz. USS. USS, die Spezialeinheit von Aufklärung. Warum ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See, das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum haben sie nicht. Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie. Ein Genie, ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert, die verarschen mich. Dann verarschen ich die. Okay, ich werde nicht sterben, ich werde. Okay, alles klar. Und dann ist er irgendwie so Genie wie er ist in seinen eigenen Schlafkammer gestorben. Aber das war's? Mehr ist da nicht? Linke Kammer, also ganz rechte Kammer, die letzte. Ja. Gut, dann einmal speichern. Ja, jetzt haben wir zwei mehr Plätze, das ist doch schön.
Blaue Cord-Kumulus. Ja, die Videokassette kannst du ja zum Beispiel in die Kiste schmeißen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wir müssen dann das ja oben beim Videokassettenrekorder. Oder war das noch? Aber wir können ja gar nicht mehr hoch. Wir müssen ja den Aufzug dafür nehmen. Ja, vielleicht geht's ja unten nochmal irgendwas, ja. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Und wir haben unterwegs genügend Kisten. Du kannst da eigentlich speichern. Ja, wo? Ne, das ist auch einer. Ja, da kannst du speichern. Okay, und die Kiste war... Die Kiste war auch da. Das waren zwei Kisten hier. Jetzt habe ich mal kurz geguckt, ob ich nicht wieder nach hinten laufen muss. Okay. Das war alles. Schießpulver kannst du mit nichts vermischen, ne? Doch. Doch, Schießpulver mit Schießpulver und auch einmal mit dem Hochwertigen. Also entweder machen wir Pistolenmuni oder Shotgunmuni. Aber ich glaube... Shotgunmuni, Pistole haben wir noch. Ja, aber Frage, wir können auch theoretisch auch. Wir können es auch erstmal noch lassen, ja, und später nochmal gucken. Vielleicht, dann, wenn wir die Mac noch brauchen, wir können auch Mac machen, ne? Ja. Weil Mac ist schon echt nice. Mac. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Und da das die letzte Aufnahmesession ist, sehen wir uns in wenigen Monaten wieder. Vielleicht sind wir sogar nur in 3. Wer weiß. Vielleicht aber auch 5. Ja. Auf jeden Fall werden wir noch aufnehmen vor einer gewissen Reise. Ja, vielleicht. Ich glaube bestimmt, es sind noch 5 Wochen bis dahin und dann sind wir unterwegs. Oder wir waren schon unterwegs. Je nachdem, wie häufig die Folgen jetzt hier kommen. Wie produktiv ich bin, da wir am Schneiden. Wir waren schon unterwegs. Okay. In der nächsten Folge dann vielleicht auch wieder mit Umut. Vielleicht. Weißt du, was lustig wäre? Wenn wir Umut direkt hier ansetzen. Das wäre nice. Okay. Oder wir ziehen das bis zum Endkampf und dann holen wir Umut dazu. Egal. Umut, machen wir. Wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.